An den Schäler, fertig, los. 10 Minuten hatten die Teilnehmer des 5. Spargel-Wett-Schälens in Kaldenzeit, so viel Spargel wie möglich zu schälen. Dabei war Fingerspitzengefühl gefragt. Initiiert wurde die Aktion vom Verein Mittendrin Leben Werkhilfe e.V. Der Spargel stammte natürlich von Kaldener Feldern. Aber woran erkennt man eigentlich guten Spargel? Frische ist alles. Vom Stechen auf den Tisch nur wenige Stunden. Natürlich kann der Spargel auch einen Tag alt werden oder 2 Tage alt werden. Wenn er gut gekühlt wird und feucht bleibt, verliert er nicht an Qualität. Spargelschälen ist gar nicht so einfach. Da kommt es auf die Technik an. Wie geht es denn richtig? Also ich habe gerade eben gelernt, dass man das auf den Tisch legt und soll auf dem Tisch den Spargel dann hin und her drehen und immer schön von oben nach unten. Schälen sollte man 16 Mal das Messer ansetzen, auf den Tisch legen, drehen und dabei schälen. 16 Schnitte, manchmal reichen auch 14. Ja, einfach schnell vom Körper wegschälen, damit man sich nicht verletzt. Kartoffeln, Sauce Hollandaise oder doch lieber Schinken? Was gehört denn bei den Experten zu einem guten Spargelmenü auf jeden Fall dazu? Frischer Landschinken oder ein schönes, zartes Wiener Schnitzel. Einen guten Landschinken von unserem ortsansässigen Metzger und natürlich frische Kartoffeln und eine selbstgemachte Hollandaise. Viel Spargel, also 400, 500 Gramm sollten es schon sein. Auch eine Sauce Hollandaise und verschiedene Schinkensorten. Na dann, Prost und guten Appetit!